Ja, und da kratzt sich John Marston im Genick. Und damit herzlich willkommen zurück bei Red Dead Redemption 2. Ich weiß, normalerweise kamen die Videos recht regelmäßig, aber ja, ich war etwas, ich sag jetzt mal, beschäftigt, privat und Jobgewechsel auch beruflich und hin und her und hier und das und pipapo. Deshalb geht's jetzt sozusagen weiter. Und ich weiß noch, dass wir stehen geblieben sind an der Stelle, wo John den Kredit aufgenommen hat, beziehungsweise aufnehmen wollte. Und unser Pferd macht schon wieder komische Sachen. Ja, Arthur ist tot, das wissen wir jetzt mittlerweile ja schon länger. Und es spielt jetzt ja auch, glaube ich, wie viel waren es, glaube ich, ein Jahr ungefähr nach den Ereignissen. Eieieiei, ich muss erstmal wieder in die Steuerung reinkommen. Und was ich mich das letzte Mal schon gefragt habe, Moment, da ist doch. Ah! Das können wir doch gleich mal zum Einstieg machen. Passt mal auf. Da drin sehe ich doch. Ausdauer erhöht, Stufe 7, sehr schön. Da drin liegt doch, beziehungsweise hängt. Schönen guten Tag, die Herrschaften. Da. Da hängt doch ein Bounty Hunter. Elias Green. Oh, guck mal, da hat er schön, schönen Hut. Den schönen Hut. $90 kriegen wir für den. Um lesen. Okay, wir gehen erst auf lesen. Ich wollte eigentlich umdrehen. Tot oder lebendig ist in dem Fall vollkommen egal. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen. Wegen des Mordes und der Verstümmelung von Sexsiedlern in der Nähe des Manzanita-Handelspostens. Er ist Mitglied der Bande der Skinner-Brüder und gilt als extrem gefährlich. Na, das wollen wir doch mal anschauen. Er wurde zuletzt im Gebiet der Great Plains gesehen. Green ist untersetzt und trägt Tierfelle, einen Bärenhut und ein Wildlederhemd. Informationen sollten unverzüglich notfalls per Telegramm verschickt werden zu Händen von O. Dunbar, Polizeirevier Blackwater. So. Und was ich gerade noch sagen wollte, bevor wir hier rein sind. Skinner Brothers. You hear what they done up near tall trees? Was mit dem los? Hat er überhaupt die Augen auf? Ah ja, doch. Okay. Er hätte gerne, dass wir ihn lebendig hierher bringen. So. Was ich gerade noch sagen wollte. Mich interessiert jetzt mal, wie war das nochmal mit der Tasche? Legendäre Fische, bla bla bla. Zählt das jetzt eigentlich noch, was wir alles gemacht haben? Oh Bruder, oh Bruder. Ach. Den gibt's auch noch. Traumfänger, okay, das ist jetzt nicht so. Kopfgeld, Elias Green. Da sind wir jetzt dran. Exotische Gegenstände, Herzogin und andere Tierarten. Ah, Felsschnitzereien, Felsschnitzereien. Aha. Saubere Knochen. Ah, also wir können noch, das war nämlich jetzt gerade die Frage, Tasche, ah ja, genau, so war die Tasche. Wir haben auch noch das ganze Zeug von Arthur übernommen. Landkarten, Zeichnungen, Briefe, Zigarettenbilder, Schatzkarten. Karte der Jackal-Bande, das haben wir ja alles gemacht. Giftpfad. Was war denn das hier? Da müssten wir, genau, da müssten wir einen Wasserfall suchen. Also wir können auf jeden Fall noch sämtliche Nebenaktivitäten, die Arthur uns sozusagen hinterlassen hat, können wir noch durchziehen. Jetzt wollte ich nämlich noch was anderes gucken, weil Visitenkarten, Steckbriefe, Briefe. War das bei Schatzkarten? Wo sind die Schatzkarten jetzt? Da, Schatzkarten. Eine zerrissene Schatzkarte. Haben wir das schon gemacht? Umdrehen? Lesen? Okay, nee, das hatten wir. Tasche? Wir gehen nochmal in die Tasche. Ich wollte gerade sagen, wir gehen nochmal in die Tasche. Also wir haben hier, Alter, wir haben ja alles noch von Arthur praktisch. Haben wir alles noch, ne? Da ist doch auch dieser Meteorstein, oder? Ja, Meteorit, da ist er. Wo war denn jetzt Briefe, Landkarten? War das? Hier, Mordfall, das war's.
den Mordfall, den, diesen mysteriösen Mordfall. Ah, da bin ich jetzt mal gespannt, wo wir da eventuell... Ich check jetzt nochmal die Karte, damit wir auch genau wissen, wo wir sind. Also wir sind im Blackwater, das steht fest. Hier ist unser besagter Kopfgeld. Also nicht der Kopfgeldjäger. Da ist der Typ, auf den das Kopfgeld ausgesetzt ist. Jetzt will ich nur mal kurz gucken. Also wir haben hier nichts mehr, ne? Was war das hier? Das war ja, der Pferdehehler. Okay. Kann man das jetzt nicht richtig? Man muss schon näher hin, damit man es wirklich lesen kann. Okay. Citadel Rock. Da oben ist eigentlich nichts mehr. Hier ist Valentine. Okay. Hier haben wir aber alles abgegrast. Soweit. Ich gucke jetzt einfach nur noch mal so drüber, damit ich nicht irgendeinen Mist übersehen habe. Also die ganzen legendären Tiere, ne? Die haben wir hier auch alles soweit weggegrast. Was ist das hier? Mysterious Hill. Ah, war das nicht hier, wie hieß der? Dieser Wolfsmensch, der nackig war? Das war doch der, oder? Okay, ich glaube, uns zieht es jetzt mehr in den Westen. Hier ist, das war hier, wie hieß der? Der Trapper, genau, der Trapper. Aber ansonsten... Gibt's erstmal nichts. Okay, wir kümmern uns jetzt mal zum Anfang, damit wir da reinkommen. Mal um das Kopfgeld. Wie sieht... Oh, ich habe in letzter Zeit sehr viel PUBG gespielt, wenn ich mal Zeit hatte. Oder... genau, da war Pferd. Pferd. Englisches Vollblut. Oh, da müssen wir aber noch ordentlich an der Vertrautheit, an der Verbundenheit vom Pferd arbeiten. Könnten wir eigentlich glatt mal machen. Schau mal, wir machen das mal so. Ja, blöd. Ich habe keine Vorräte. Muss ich kaufen. Oder suchen. Wir können ja auch wilde Möhren. Ah, guck, Verbundenheit. Gott, geht's doch gleich los. Ist doch schön. Stehen da dann Tipp um die Bewegung auszuführen. So. Ach so. Das war hier aufbocken. Alles klar. Wir kümmern uns um... Wir müssen uns natürlich jetzt... Ah ne. Midnight Pistole. Ich brauche... Habe ich noch... Schofield? Ach hier, Kettleman. John's Kettleman. Nee, ich wollte eigentlich... Hier! Ist es dann auch... Moment. Nur, ich muss es gerade testen. Ja, das sind Arthurs Revolver. Alles klar, wir haben alles dabei. Wir sind praktisch mit sämtlichen Inventar von Arthur. Ich habe das nämlich nie, nachdem wir diese ganze Mission gemacht haben, in Form von diese Landwirtschafts... Dieser kurzzeitige Landwirtschaftssimulator mit John. Was ich eigentlich ganz cool fand... hatten wir ja nicht so die Möglichkeit, oder beziehungsweise habe ich auch nicht nachgeschaut, ob wir da groß was machen können. Deshalb wollte ich jetzt mal nachschauen, was wir eigentlich alles so im Petto haben. Das war ein Bär, oder? Da unten rennt er. Muss ich nur kurz nachschauen? Der Deadeye Tabak. Deadeye war hier, ne? Ja, okay. Alles klar. Ich bin kurz davor, wieder richtig drin zu sein. Viel fehlt nicht. Er wird tot oder lebendig gesucht. Ist natürlich die Frage, schaffen wir es überhaupt, ihn lebendig zu fangen? Dafür würde ich sagen, Lasso ist im Falle eines Falles schon ausgerüstet. Genau. So, was entdecken gehen.
Gut, dass ich in letzter Zeit auch wieder mal GTA 5 rausgekramt hat. Da ist nämlich die Steuerung eigentlich ja ziemlich gleich. Genau. So, so gehen wir in Deckung. Sehen wir hier irgendwas? Nee, ne? Wir gehen vorsichtig vor. Weil wenn er alleine ist, könnten wir ihn ja eigentlich direkt versuchen, mit dem Lasso zu fangen und zu fesseln. Finden wir irgendeine Spur? Wohl nicht. Okay. Hier hinterm Felsvorsprung betten. Nicht? Ist da vielleicht eine Höhle? Hier ist nix. Wo versteckt sich denn der gute Mann? Ist nur ein Pitti-Bulle, der interessiert uns jetzt gerade nicht. Schreit mir so rum. Okay, das Gebiet ist natürlich auch riesig. Und ich bin immer noch sehr angetan von der Grafik. Ich habe es jetzt wirklich ein paar Wochen nicht mehr gespielt. Ich muss immer noch sagen, eines der schönsten Spiele seit langem. Schauen wir mal. Ich sammle das jetzt mal nicht auf, weil wie gesagt, wir sind jetzt erstmal auf Kopfgeldjagd. Das war ein Fuchs. Was haben wir hier? Oh! Das war wieder ein Bär. So, wir schleichen uns ran. Jesus! Hallo? Das ist ein bisschen grob. Okay. Verbrannte Leichen. Pfeile? Waren das Indianer? Da hinten wird geschossen. Da laufen wir mal hin. Pferd holen wir mal dazu. Wir schleichen uns aber hin. Nicht das hier gleich. Aus der Richtung. Nicht, dass wir gleich hier mittendrin involviert sind. Da wollen wir natürlich so gut es geht erstmal versuchen. Please, let me go. Oh,
What do you think? Shall we let him go? I say we kill him. Please. Please. Oh. No, he's a nice kid. Let him go. Damn it, Elias. Let him go. But... Na dann. Nochmal kurz buffen, Achtung. Ich hab nichts mehr. Haha! Wir wollen ihn ja lebendig, ne? Okay, das hat sich erledigt. Sehr schön. Wir plündern ihn trotzdem erstmal. Was haben wir denn Feines einstecken? Gut, es hat so ungefähr, habe ich es mir vorgestellt. Ich dachte mir schon, dass er abhauen möchte. Nee, ja, das glaubst du selber nicht. So, warte mal, weil wir es gerade von dem Hut hatten. I'm gonna take this headpiece for myself. That's mine, mister. And you belong to me. So I Habe ich das jetzt okay. immer? Egal. So. Now, let's get you to Blackwater. So, wollen wir... Wir können... Moment. Hat ja niemand gesehen, ne? Wir plündern trotzdem noch... Jetzt! Oh, Mensch, du! Wir plündern trotzdem noch die bösen Jungs. War er böse? Ich glaube nicht, aber er war's. Ach komm, scheiße. Ja, er will nicht. Ruhe. So, Kopfgeld, 90 Dollar, können wir gut gebrauchen. Wir haben ja nicht mehr so viel im Geldbeutel wie mit Arthur. Ruhe, lass Abigail in Ruhe. Das wird sich jetzt für dich eh erledigt haben, mein Freund. Ja, es ist auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie ihr das seht, könnt ihr in die Kommentare gerne mal schreiben. Weil, mir ging es ja eigentlich ziemlich an die Nieren, als Arthur da vor die Hunde ging. Und, wie soll ich sagen, diese Szene mit dem Pferd, das hat Gonzales, ich meine, hallo, wir sind Wochen, Monate lang auf dem Pferd rumgeritten und dann verreckt es dir vor den Füßen und dieses Danke von Arthur, das war so schön. Okay, ich kann nur noch treten. Die wollen nicht lebendig, er will dir ins Gesicht spucken. Und genau darum geht's, Freund. Dir ins Gesicht zu spucken. Schön. So, wir werden wieder in Blackwater. Pferd ist voll im Arsch. Let's go, girl. Das war der Ast. Ich habe mir übrigens überlegt, schon das letzte Mal, wir könnten... Ah, das zeige ich euch gleich. Wir machen jetzt erstmal hier die Kopfgeldgeschichte zu Ende. Oh, wir pferden unser Bind an, ja? Wir binden unser Pferd an. So, jetzt ab.
Weil da kriegen wir jetzt auch wieder Bonuspunkte. Also nicht Bonuspunkte in dem Sinn, sondern diese Pferdevertraulichkeit geht hoch. Ist aber irgendwie schön, dass man praktisch mit John. Got you that Skinner, brother. Elias Green. Set me down. Elias Green is a living breed. God damn it. Put him in a cell. You ain't so. Got a rope strong enough for me, Sheriff. Justice will be done and done quick. Lock him up. Du bist sozusagen weg vom Fenster. Sehr schön. So. That man ain't worth spit. But here's what we're paying for him. You don't mean that, do you, Chief? Die Kohle stecken wir ein. $90. 99 sogar, weil wir ihn lebendig gebracht haben. Okay, er sagt schon an, dass wir einen neuen Steckbrief bekommen. Jetzt ist die Frage, haben wir überhaupt genug Kohle, um zum... Ich wollte eigentlich John ein bisschen salonfähiger machen. Und zum Barbier gehen. Hallo. Oh, Entschuldigung. Ja, dann bind dich halt nicht an. Mein Gott. Falsche Tür. Da will ich rein. Moin, Meister. Haare schneiden. So. Wir sehen ja echt aus wie der letzte Waldmensch. Haare, Frisuren. Ich weiß gar nicht, hatte John eine ordentliche Frisur? Er hatte eigentlich immer schon längere Haare gehabt, ne? Wir machen mal nur, jetzt muss ich kurz mal gucken. Wir schneiden mal nur so die Haare. Kostet auch nur einen Dollar. Wir schneiden mal so die Haare, aber, und jetzt wird es ganz wichtig, weil der Bart. Jetzt wollen wir erstmal gucken. Das ist zu wenig. Ach so. Die markanten Narben sieht man dann wieder. Wir machen es mal so. Dann sieht er nicht so. Alter, gab's doch mehr. Oberlippe. Kinn. So, oder? So kommt das doch schon eher hin wie früher. Egal, wir lassen es so. Setze den Hut auf. Und schon schaut John Marston, ja, zumindest ein bisschen so aus wie im ersten Teil. Ich habe da irgendwie so, ich finde da irgendwie so den Nostalgiefaktor. Was macht mein Pferd da? Junge, Junge. Ja. Durchsuchen, Truhe. Ich kann die Truhe durchsuchen. Ist das dann Diebstahl? Ja, ich habe die Truhe aufgemacht. Ich kann das glauben. Ich wollte aufs Pferd steigen. Ja, ja, ist gut. Tschüss. Was hat er denn jetzt? Geile Scheiße. Echt geile Scheiße. Es geht schon wieder sehr gut los. Mama, ey. Oh, Hut auf. Ah, warte mal. Ich muss hier weg. Ich muss jetzt erstmal aus Blackwater raus. Das ist doch schon wieder Kacke, Mann.
schon wieder sau uncool. Okay, da würde ich jetzt lieber nicht lang gehen. Hm. Haben wir eigentlich... Pass auf. Hier. Pfeil und Bogen? Haben wir. Pfeil und Bogen. So. Was wir nämlich machen könnten. Ich will erstmal wieder ein bisschen reinkommen, bevor ich die Story hier wieder, sag ich jetzt mal so, auseinanderziehe. Karte. Da wäre Ansel Atheron. In Beecher's Hope sind Landbesetzer, die vertrieben. Ach so, ja, genau. Wir müssen ja. Ach, hier wäre auch noch ein Steckbrief. So können wir auf jeden Fall Geld sammeln. Jetzt ist gerade meine Frage. Ich muss in meine Tasche gucken. In die Tasche gucken. So, jetzt. Landkarten. Landkarten. Karte für legendäre Fische, das interessiert mich nicht. Karte für legendäre Tiere, das interessiert mich viel mehr. Denn uns fehlen nämlich noch diese drei netten Herrschaften hier. Die anderen haben wir alle. Na? Uns fehlt noch zum Beispiel dieser Bison. Den da oben müsste ich ja haben. Das können wir jetzt gleich mal wollen. Wir können es gleich mal abgleichen. Habe ich den Bison oben? Der war hier. Ne, den habe ich noch nicht. Okay, könnte man auch noch machen. Den habe ich nie geholt? Echt nicht? Krass. Die habe ich. Den Hirsch habe ich. Naja, jetzt sind wir hier, ne? Jetzt ist gerade die Frage. Wo ist... Im Vergleich, wir sind jetzt hier... Wir müssen ungefähr für den müssen wir ungefähr, ich sage jetzt einfach mal, hier hin. Und da reiten wir jetzt mal hin. Und schauen wir nach, was da so auf uns zukommt. Lass jetzt mal die Story einfach kurz mal nebenhin. Ich will jetzt einfach erstmal wieder reinkommen. Muss auch mal sein. Ja? Pferde! Oder wie auch der Durchschnittsdeutsche sagen würde, Pferde. Pferde. Es sind keine Pferde, es sind Pferde. Mit Pf. Ja? Eine Bisonherde. Da reiten wir mal durch. Und scheuchen wir mal richtig auf. Auf geht's, Freunde. Rennt, ja. Das ist so geil. Jetzt kommen wir natürlich auch, für die es nicht wissen, in den Bereich rein, wo der erste Teil gespielt hat. Also sprich, die Ecke von Amadillo, Blackwater natürlich, da waren wir gerade. Aber Amadillo und so, das ist so die Ecke, wo sich im ersten Teil viel abgespielt hat. Mexiko, glaube ich, ist nicht dabei, soweit ich das weiß. Da müsste ich jetzt aber auch lügen. Denke nicht, dass Mexiko dabei ist. Mexiko war damals zum Beispiel, könnt ihr euch noch daran erinnern, als diese legendäre Reitszene, als wir von der Insel zurückkamen und Arthur ziemlich im Arsch war, dann wollte er zur Bande zurück und ist dann zu dem Haus geritten, wo sie ihre Lager hatten. Und da gab es diese Reitszene und das war praktisch symbolisch bzw. vergleichbar mit der damaligen Szene, als man in Mexiko angekommen ist und das erste Mal in diese Stadt in Mexiko, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, reinreiten sollte. Und da musste man auch aufs Pferd drauf und dann kam auch so ganz, ganz geile Musikhinterlegung dazu. Das war schon eine der legendärsten Szenen damals im Spiel oder überhaupt in der Spielgeschichte. Dieser Mexico Ride, wie ich das immer so schön sage. Das war schon geil. Sehr viel Spaß gemacht damals. Und wir hatten jetzt hier in dem Teil ja auch bis jetzt zweimal so einen Ritt mit Musikhinterlegung. Schönen guten Tag.